Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste der Ludwig-Maximilians-Universität München, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu dieser Ringvorlesung im Wintersemester 2021/2022, die diesmal stattfindet unter dem Titel LMU KI Lectures. Und ich darf auch ganz, ganz herzlich begrüßen hier an meiner Seite Frau Professor Dr. Gitta Kotyniok. Wir haben Sie gewonnen, heute den ersten Vortrag in dieser neuen Reihe der KI-Lectures zu halten und uns dieses Tor zu einem wahnsinnig spannenden und sehr dynamischen Wissenschaftsfeld aufzustoßen. Bevor ich, liebes Publikum, Ihnen Frau Kotyniok kurz vorstelle, will ich noch ein paar ganz grundsätzliche Bemerkungen machen und diese Ringvorlesung ein bisschen einordnen. Wenn Sie unsere Ringvorlesung aus dem letzten Wintersemester kennen, die Corona-Lectures, die zu großen Teilen auch immer noch einsehbar sind auf dem LMU-YouTube-Channel, dann werden Sie vieles von dem schon kennen, was ich Ihnen jetzt sage. Aber für die Leute, die die Ringvorlesung in ihrer klassischen Form kennen, oder auch für die Leute, die jetzt ganz neu zu uns hinzukommen, mag es vielleicht doch einigermaßen interessant und hilfreich sein. Ja, im Frühjahr 2020 kam die Pandemie über uns. Und als wir da schon die Ringvorlesung planten, war klar, wir können sie nicht in unserem traditionellen Format stattfinden lassen. Die Ringvorlesung ist das Schaufenster der Wissenschaft der LMU für die Gesellschaft. In dieser Ringvorlesung präsentieren wir ein gesellschaftlich hochgradig relevantes Thema mit einer Reihe von interessanten Kolleginnen und Kollegen aus der LMU und aus ganz Deutschland. Und wir präsentieren sie in der LMU in einem großen Hörsaal. Dass wir diese Ringvorlesung im letzten Winter so nicht stattfinden lassen konnten, das verstand sich unter Pandemiebedingungen von selbst. Also was sollten wir tun? Sollten wir die Lehrveranstaltung Nummer 1 der LMU, sollten wir die ausfallen lassen? Wir haben uns gesagt, nein, wir wollen sie nicht ausfallen lassen. Wir überlegen uns ein ganz kleines Professorium. Und Sie kennen das sicherlich aus Ihrem eigenen Alltag. Ein solches Professorium ist doch langlebig und es wächst und wächst. Wir hatten eine solche provisorische Idee und zu dieser Idee kam immer mehr dazu. Wir wollten natürlich Kolleginnen und Kollegen zu einem interessanten Thema vorstellen. Wir wollten aber auch die Diskussion mit dem Publikum. Dann sollte es auch möglich sein, dass die Kolleginnen und Kollegen Material in Folien präsentieren können. Dann sollte das auch noch zu veröffentlichen sein auf unserem YouTube-Channel. Sie sehen, so kam eins zum anderen. Und so hat sich aus einem Professorium im letzten Wintersemester ein hochgradig professionelles Format entwickelt, das wir umgesetzt haben in den Corona-Lectures. Und dann ist die Zeit auch weitergegangen. Und in diesem Frühjahr haben wir uns gefragt, wie geht es weiter mit Corona? Was machen wir in diesem Wintersemester mit unserer Ringvorlesung? Können wir wieder zurück in die Universität? Können wir einen großen Hörsaal füllen? Das konnte uns niemand garantieren. Wir waren unsicher und wir haben gesagt, nein, wir setzen unser Format fort. Und so sehen Sie uns auch heute zu Hause an Ihren Monitoren. Und Sie haben auch heute die Möglichkeit, dazu sage ich gleich noch was, mit unserer Referentin zu diskutieren und Fragen zu stellen. Wir haben also in der Tat das Format beibehalten. Nun brauchten wir allerdings ein Thema für dieses Format. Im letzten Winter war das eindeutig. Wir haben genau über das Thema gesprochen, das uns überhaupt erst gezwungen hat, über eine solche Alternative nachzudenken, nämlich Corona. Nun, über welches Thema sollten wir in diesem Wintersemester sprechen? Nun, es gibt ein paar Anforderungen für dieses Thema. Ein solches Thema soll Ihnen unsere Universität präsentieren. Wir haben von vornherein darauf verzichtet, Gäste von außerhalb einzuladen, weil wir auch nicht wussten, wie die Situation ist und haben das positiv unter das Motto gestellt, was kann die Ludwig-Maximilians-Universität zu einem ganz bestimmten wissenschaftlichen Thema, zu einem Forschungsfeld beitragen. Und als wir ein solches Thema gesucht haben, mussten wir in der Tat nicht lange suchen. Was wir gemacht haben, war relativ einfach. Wir haben auf unsere große Universität geblickt und haben mal beobachtet, wo ist diese Universität ganz besonders dynamisch? Wo passiert unglaublich viel? Wo gibt es ganz große Umwälzungen?
Und dann war das Thema in der Tat relativ schnell gefunden, nämlich KI, künstliche Intelligenz. Und dazu brauchten wir auch jemanden, der dieses Thema gerade jetzt in der ersten Vorlesung auf ganz programmatische und tiefgründige Weise vorstellt. Und ich bin wirklich sehr glücklich, Frau Kutyniuk, dass wir Sie für diese wunderbare Aufgabe gewinnen konnten, so wie die Ludwig-Maximilians-Universität insgesamt froh ist, dass sie Sie gewinnen konnten, dass wir Sie nach München holen konnten. Dieses Thema KI, künstliche Intelligenz, bietet in der Tat doch ein paar Aspekte, die wir jetzt heute und in dieser Vorlesungsreihe immer mal wieder beleuchten wollen. Ich werde vielleicht ganz kurz 5 Punkte nennen. Der erste Punkt ist, und das erfahren wir alle, KI verändert unsere Alltagswirklichkeit auf eine tiefgreifende Weise, wie wir das vielleicht noch gar nicht geahnt haben oder vielleicht immer noch nicht ahnen. Wenn ich das Ihnen vielleicht ein bisschen anekdotisch erzählen darf, es gab in den vielen Vorgesprächen zu dieser Vorlesungsreihe auch eine, da haben sich Wissenschaftler darüber unterhalten, wie sie dieses Thema jetzt angehen. Und ein Wissenschaftler, ein Philosoph, stellte die Frage, was bedeutet es eigentlich, wenn Menschen ihrem Staubroboter einen Namen geben? Ich habe in dieser Situation absolutes Pokerface gewahrt, obwohl ich natürlich für mich selbst wusste, ich bin angesprochen, ich gehöre zu den Menschen, die ihrem Staubroboter einen Namen gegeben haben. Also keinen besonders interessanten Namen, er heißt einfach Robert. Aber ernsthaft, die Frage, was bedeutet es, ist ja im Grunde genommen nur eine Umformulierung der Frage, was passiert eigentlich mit unserem Begriff von Wirklichkeit, von Alltagswirklichkeit, ja auch von Lebenswelt, wenn sie so von KI durchdrungen wird. Zweiter Punkt, ich habe es schon genannt, KI ist ein unglaublich dynamisches wissenschaftliches Forschungsfeld. Wissenschaft schafft auf diesem Welt Anwendungswissen in ungeahnten Ausmaßen und das ist es noch nicht einmal allein. Gerade auf diesem Feld stellt Wissenschaft die Konstituenten unseres Selbstverständnisses radikal in Frage und liefert neue Vorschläge. Man könnte auch sagen, mit KI ist tatsächlich eine neue, nicht nur technologische, sondern auch epistemologische Welt geschaffen. Und damit komme ich zu meinem dritten Punkt. Natürlich ist das für die Politik in einem hohen Maße interessant, weil hier eine gesellschaftliche Dynamik sich zeigt, die die Politik auch begleiten muss. Der Freistaat Bayern hat durch zahlreiche KI-Initiativen gerade dieses Forschungsfeld wesentlich unterstützt. Und die LMU wiederum trägt auch ganz massiv dazu bei, dass, wie es auf einer Seite des Freistaates heißt, der Freistaat zu einem international führenden Standort im Bereich der KI entwickelt werden kann. Ja, und damit kann ich den Bogen, vierter Punkt, zurückschlagen zu unserer Universität. KI ist nicht nur ein Thema der Informatik oder der Mathematik, Frau Kutyniuk ist Professorin für Mathematik, sondern KI findet sich in allen Bereichen unserer Universität. KI ist ein inter- und ein transdisziplinäres Thema. Natürlich können wir in den 8 Vorlesungsfolgen, die jetzt anstehen, nicht die gesamte Universität und auch nicht das gesamte Feld von KI, auch nicht das gesamte Feld von KI an unserer Universität auch nur annähernd abdecken. Aber wir können doch wirklich interessante, beispielhafte Einblicke geben und zeigen, dass KI viele Wissenschaften berührt und aus vielen Wissenschaften heraus entwickelt wird. Und das bringt mich zu meinem letzten Punkt, zur Rolle der Universität. KI ist eben nicht nur ein Forschungsfeld für eine Universität und eine Universität ist eine Institution, die in ganz besonderer Weise Lehre und Forschung zusammenbringt. Sondern KI ist eine Aufgabe der Universität, die Entwicklung dieser Gesellschaft mit zu begleiten und mit zu gestalten, indem sie Wissen über KI produziert, aber indem sie auch in der Lehre wiederum Botschafter von KI für diese Gesellschaft zur Verfügung stellt und in die Gesellschaft schickt. Und so haben wir die KI-Lectures entworfen. Ja, ich will das gleich vorweg sagen. Als wir angefangen haben zu planen, brauchten wir einen Arbeitstitel. Und der Arbeitstitel lautete KI-Lectures. Künstliche Intelligenz, die deutsche Abkürzung und dann der englische Begriff für Vorlesungsreihe, der sich ja auch bei uns schon längst eingebürgert hat, Lectures. Wir haben dann gesagt,
wenn unsere Planungen abgeschlossen sind und wir dann an die Öffentlichkeit gehen, dann überlegen wir uns einen neuen Titel, wo alles ganz gut passt. Aber auch hier ein Provisorium und auch hier die Erfahrung, dass nicht so langlebig ist wie ein Provisorium von diesem Begriff KI-Lectures. Mit der deutschen Abkürzung und dem englischen Begriff sind wir dann auch nicht mehr abgekommen. Und ich glaube, mit diesem Begriff haben wir sogar einen Branding-Name geschaffen. Und dann soll es auch dabei bleiben bei den KI-Lectures. Von heute an, also vom 19. Oktober 2021 bis Ende des Wintersemesters, bis zum 8. Februar 2022 beleuchten Forscherinnen und Forscher der LMU ganz unterschiedliche Aspekte von KI. Sie kommen aus ganz unterschiedlichen Fachdisziplinen und haben ganz unterschiedliche Zugangsweisen zu KI. Das wird eine hochgradig spannende Vorlesungsreihe, die in der Tat jetzt beginnt. Naja, gleich beginnt sie. Ich will noch ein paar technische Hinweise Ihnen geben. Wir haben wieder auch bei diesem doch eher technischen, technologischen Thema eine ganz, ganz große Anzahl von Zuschauerinnen und Zuschauern mobilisieren können. Wir haben ungefähr 840 Anmeldungen für diese Vorlesung. Stellen Sie sich vor, 840 Menschen interessieren sich heute für dieses Thema. Ja, wir hätten sie in das Audi Max bekommen, aber wir wären dicht an dicht gesessen und alle mit Maske. Es war eine kluge Entscheidung, dieses Format mit all seinen Möglichkeiten beizubehalten. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie sind für uns jetzt leider, das müssen wir in Kauf nehmen, nicht zu sehen und nicht zu hören, aber selbstverständlich können Sie mit uns kommunizieren und Sie können Fragen an die Referentin stellen, und zwar über die Funktion Fragen und Antworten. In Ihrem Zoom-Fenster befindet sich das hier unten in der Leiste. Wir haben hier ein Organisationsteam und dieses Organisationsteam sammelt diese Fragen und ich werde sie dann an Frau Professor Kutyniuk weitergeben. Und bitte haben Sie Verständnis, wenn sehr, sehr viele Fragen kommen, dann können wir nicht alle aufgreifen und müssen eben auswählen. Und dann möchte ich Ihnen noch sagen, natürlich finden auch diese KI-Lectures unter allen denkbaren Vorsichtsmaßnahmen statt, wie an der Universität. Wir sind hier nicht an der Universität, wir sind hier in einem professionellen Studio. Gilt auch hier die 3G-Regel. Wir haben das sehr genau beachtet. Und wenn ich mich hier umschaue, bei all den Mitarbeitern, die hier sind, glaube ich, haben wir sogar einen Zustand einer 1G-Regel. Wir sind hier alle vollständig geimpft, aber dennoch achten wir auf alle anderen Aspekte. Wir lüften und passen auch auf und halten auch den Abstand ein. Ja, jetzt können wir in der Tat loslegen und ich darf Ihnen jetzt Frau Professor Dr. Gitta Kutyniuk vorstellen und ich bin wirklich glücklich, dass wir Sie gewonnen haben für diese erste Vorlesung. Ja, wenn schon Weihnachten wäre und ich hätte mir jemanden wünschen können, dann hätte ich mir Sie gewünscht. Und jetzt haben wir Oktober und schon ist der Weihnachtsschwund so in Erfüllung gegangen, 2 Monate vor der Zeit. Also ich will nur sagen, dass ich mich wirklich sehr, sehr freue. Frau Professor Kutyniuk ist Inhaberin des Lehrstuhls für mathematische Grundlagen der künstlichen Intelligenz an der Fakultät für Mathematik, Informatik und Statistik der Ludwig-Maximilians-Universität. Ihr Lehrstuhl gehört zu denen, und ich habe gerade eben unter dem Stichwort Politik darüber gesprochen, Ihr Lehrstuhl gehört zu den aus der Hightech-Agenda des Freistaates Bayern finanzierten KI-Professuren. Frau Professor Dr. Gitta Kutyniuk hat Mathematik und Computer Science studiert. Nach ihrer Habilitation war sie beispielsweise im Rahmen eines Heisenberg-Stipendiums der Deutschen Forschungsgemeinschaft an den US-amerikanischen Elite-Universitäten in Princeton, in Stanford und Yale. Also ich bin schon sehr beeindruckt, wenn ich jemanden treffe, der an einer dieser Universitäten war, aber Sie haben gleich alle 3 Universitäten kennengelernt. Also das ist schon in der Tat eine großartige Leistung. An der Technischen Universität Berlin hatte sie schließlich die Einstein-Professur für Mathematik inne, bevor es der Ludwig-Maximilians-Universität, nebenbei erwähnt, der schönsten und besten deutschen Universität gelungen ist, sie nach München zu holen, und zwar eben im Rahmen der Umsetzung der Hightech-Agenda mit einem entsprechenden Lehrstuhl.
So wie sich die LMU freut, dass sie sie gewonnen hat, so freue ich mich, dass ich sie gewonnen habe. Und ich freue mich jetzt auf Ihren Vortrag. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Jaros, für die netten Worte. Auch herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich natürlich sehr, insbesondere hier auch gleich die erste Vorlesung im Rahmen von der KI-Lecture-Serie der LMU halten zu dürfen. In der Vorlesung soll es jetzt um Einblicke in die künstliche Intelligenz gehen. Ich möchte mit Ihnen heute diskutieren, ob und zu welchem Grad man Entscheidungen von KI verstehen und auch erklären kann. Ich denke, uns allen ist klar, dass die künstliche Intelligenz derzeit schon einen großen Einfluss auf unsere Gesellschaft hat. Und dieser Einfluss wächst sicher noch in der Zukunft signifikant an. Denken Sie zum Beispiel an selbstfahrende Autos, denken Sie an Roboter, denken Sie an Spracherkennung bei der Benutzung zum Beispiel von Smartphones. Und in anderen Ländern wird KI inzwischen zum Beispiel auch im Justizsystem schon benutzt, in den USA, oder auch um Bewerbungen zu pre-screenen, bevor dann das erste Mal überhaupt ein Mensch darauf schaut. Und denken Sie an den ganzen Bereich der Wissenschaften, Medizin, Biologie, Astronomie. Fast jeder Bereich der Wissenschaften benutzt derzeit schon KI in der einen oder in der anderen Weise. Und es gibt ja auch herausragende Erfolge zu berichten. Lassen Sie mich hier exemplarisch zwei diskutieren, die auch durch die Medien gegangen sind. Das erste ist der Algorithmus AlphaGo Zero. Nun, Go ist ein Spiel, was deutlich komplexer ist als Schach, und es war lange Zeit nicht möglich, Algorithmen zu entwerfen, die die weltbesten Spielerinnen und Spieler schlagen konnten. Jetzt mit KI ist das gelungen, und dieser Algorithmus AlphaGo Zero hat noch eine weitere interessante Charakteristik. Denn man hat diesem Algorithmus nur die Regeln des Spiels erklärt und er hat sich dann die Strategie quasi selber überlegt. Deswegen, wie Sie hier sehen, lautet die Schlagzeile dann auch: AlphaGo Zero shows machines can become superhuman without any help. Dann ein zweites Beispiel aus dem Bereich der Wissenschaften, der Biologie. Wir alle wissen, Proteine sind extrem wichtige Bausteine in Organismen. Das heißt, wenn man verstehen kann, wie Proteine sich verhalten, zum Beispiel auch weitere Erkenntnisse über Proteinfaltungen gewinnen kann, dann hat man viel mehr Einsichten in, wie Organismen agieren, gewonnen und zum gewissen Grad auch in das Leben selber. Und dieser neue Algorithmus AlphaFold 2 hat hier quasi einen Durchbruch erzielt. Sie sehen hier auch wieder die Schlagzeile in Nature News: It will change everything. DeepMind's AI makes gigantic leap in solving protein structures. Auf der anderen Seite muss man sagen, gibt es aber auch noch Probleme. Und das war zum Beispiel sehr prominent diskutiert auf einer der großen KI-Konferenzen. Dort hat ein KI-Forscher einen Preis gewonnen und hat dort einen Hauptvortrag gehalten. Und in diesem Vortrag hat er behauptet, dass diese Methoden derzeit noch auf dem Level der Alchemie sind. Er sagte, viele Prozesse sind im Wesentlichen Trial and Error. Man versucht, verschiedene Dinge zu erreichen, aber es fehlt noch ein tiefes theoretisches Verständnis. Und in der Tat gibt es ja auch noch Probleme mit diesen Algorithmen, zum Beispiel mit der Robustheit. Stellen Sie sich selbstfahrende Autos vor, diese reagieren auf Verkehrsschilder und man kann auf Verkehrsschilder bestimmte Aufkleber kleben, sodass ein Mensch das noch als dieses Verkehrsschild erkennen würde. Aber so ein selbstfahrendes Auto, gesteuert von KI, kann dann manchmal unvorhergesehene falsche Entscheidungen treffen. Ja, also man hat in diesem Sinne Probleme mit Robustheit. Das heißt, wir sehen herausragende Erfolge auf der einen Seite, auf der anderen Seite gibt es aber auch noch Probleme. Und in meinem Vortrag möchte ich Ihnen jetzt zunächst erklären, was überhaupt KI ist und die Frage beantworten, woher kommt der derzeitige enorme Erfolg. Auf der anderen Seite haben wir eben schon gesehen, was sind zentrale Probleme. Auch das werden wir besprechen. Und dann kann man natürlich fragen, obwohl es Probleme gibt, können wir trotzdem Entscheidungen im Moment schon erklären. Und etwas weiter gedacht, wie sieht es mit Zuverlässigkeit von diesen Algorithmen aus? Und dann werden wir schließen mit einem Blick in die Zukunft. Also, lassen Sie uns starten mit der Frage, was ist überhaupt KI? Nun, künstliche Intelligenz ist keine neue Entwicklung. Sie sehen, es gibt sie schon relativ lange, schon vor 1950 ist sie in gewisser Weise entstanden oder Forscher haben begonnen,
künstliche Intelligenzsysteme zu designen. Und das Ziel war relativ natürlich Nachahmung menschlicher Intelligenz. Wie wir alle wissen, war das zu dem Zeitpunkt nicht sonderlich erfolgreich. Dann, ungefähr um 1980, hat das maschinelle Lernen erste große Erfolge erzielt. Das maschinelle Lernen hat eine, sagen wir mal, ein abgeschwächtes Ziel. Und zwar zielt es darauf, in Daten Muster zu erkennen und diese Muster selbstständig zu erkennen, also zu erlernen. Maschinelles Lernen hatte dann auch einige Erfolge erzielt, aber der richtige Durchbruch kam dann durch das sogenannte Deep Learning. Deep Learning bedeutet Lernen mittels einer bestimmten Methodik, mittels tiefer neuronaler Netze. Ja, es ist ungefähr 2010 entstanden und seitdem haben wir jetzt diese Durchbrüche, die wir eben schon kurz auch andiskutiert haben. Das heißt, diese tiefen neuronalen Netze sind in gewisser Weise das Workhorse der künstlichen Intelligenz und ich möchte Ihnen jetzt erklären, was diese tiefen neuronalen Netze überhaupt sind, was das Ziel dort ist, wie man diese trainiert und weshalb sie so erfolgreich sind. Das Ganze startete ungefähr 1943 mit McCulloch und Pitts und das Ziel dieser beiden Forscher war, einen algorithmischen Zugang zu entwickeln zum Lernen. Nun, wir wissen alle, Menschen sind sehr gut im Lernen. Was würde also näher liegen, als sich das menschliche Gehirn anzuschauen und zu versuchen, die Funktionalität des menschlichen Gehirns nachzuahmen. Jetzt erinnern wir uns alle noch an unseren Biologieunterricht, wo ein menschliches Gehirn aufgebaut ist. Nun, es ist aufgebaut aus einzelnen Neuronen, die dann verknüpft sind zu einem neuronalen Netz. Das heißt, wenn man das nachahmen möchte, was muss man dann machen? Nun, man muss zunächst Neuronen nachahmen, also künstliche Neuronen einführen und dann diese künstlichen Neuronen zusammenheften zu einem künstlichen neuronalen Netz. Schauen wir uns jetzt zunächst an, wie man künstliche Neuronen erzeugt. Ja, schauen wir zunächst hier in diesen unteren Teil der Folie. Das ist ein schematisches, echtes Neuron in gewisser Weise. Es bekommt Signale hier von der linken Seite, elektrische Signale und die Signale werden durch diese Dendriten zu dem Kern geleitet. Diese Dendriten haben bestimmte Eigenschaften und je nach den Eigenschaften dieser Dendriten können diese Signale zum Beispiel amplifiziert werden, verstärkt werden. Anschließend wird alles hier im Kern gesammelt und dann muss entschieden werden, ob dieses Neuron feuert oder nicht, also ob ein Signal weitergeleitet wird. Wenn das entschieden wird, dann wird ein Signal weitergeleitet über diesen Axon. Und hier sind die nächsten Neuronen angekoppelt. So, das möchten wir jetzt nachahmen. Wie kann man das machen? Nun, die elektrischen Signale, die reinkommen, nennen wir mal, wir machen auch gleich ein konkretes Beispiel, X1, X2, X3. Diese werden über Dendriten geleitet zum Kern. Und ich hatte schon gesagt, diese Dendriten können dieses Signal vielleicht verstärken, amplifizieren. Ja, und diese Amplifikation ahmen wir nach durch sogenannte Gewichte W1. Das könnte zum Beispiel Verdoppelung bedeuten. Das heißt, was hier ankommt, ist dieses Signal X1 multipliziert mit dem Gewicht W1. Hier kommt das Signal W2 an, multipliziert mit W2, X3 multipliziert mit W3. Ich summiere hier alles auf, das heißt, diese Summe, die man hier sieht, kommt also im Zellkern an. Und jetzt muss das Neuron entscheiden, ob es ein Signal weiterleitet oder nicht. Das macht es auf sehr einfache Weise hier in unserem Schema. Es hat einen Schwellenwert und man prüft nun, ob diese Summe größer ist als der Schwellenwert oder nicht. Wenn sie größer ist als der Schwellenwert, wird eine 1 weitergeleitet, kleiner gleich eine 0. Machen wir ein kurzes Beispiel. Nehmen wir an, das Signal hier ist 2, es wird nicht amplifiziert, also mal 1, es wird einfach durchgeleitet, das heißt, hier kommt eine 2 an. Das Signal hier ist 1, es wird vervierfacht, es kommt hier eine 4 an. Hier ist das Signal 3, es wird verdoppelt, es kommt eine 6 an. Wenn ich das alles aufaddiere, komme ich auf 12. Nehmen wir an, der Schwellenwert ist 10. 12 ist größer als 10, das heißt, es wird anschließend eine 1 weitergeleitet. So, ich werde jetzt diese künstlichen Neuronen zusammenheften zu einem künstlichen neuronalen Netz. Und man kann sich nun fragen, was habe ich dann überhaupt noch für Flexibilität?
Denn letztendlich muss sich dieses neuronale Netz, das werden wir dann sehen, an Daten in gewisser Weise anpassen. Und man fragt sich, was bedeutet das Lernen? Denn dort muss ich irgendwas anpassen. Und was ich nachher lerne oder trainiere, sind die Gewichte und die Schwellenwerte. Ja, also das kann man sich vielleicht merken, wir werden das öfter noch sehen. Das ist das, was flexibel ist letztendlich und was man an die Daten anpasst. Dann werden einige von Ihnen sicher sagen, naja gut, einfach nur eine 1 oder 0 weiterzugeben, ist ziemlich simpel. Das ist völlig fremd, völlig fern von der Realität. Und in der Tat ist das auch eine sehr einfache Darstellung. Was man tatsächlich benutzt hier als Aktivierungsfunktion, ist die sogenannte ReLU, Rectifiable Linear Unit, also das Maximum von 0 und x. Das ist diese Funktion, das heißt, hier haben wir immer noch den Wert 0, aber hier nehmen wir verschiedene positive reelle Werte an. So, das sind jetzt diese künstlichen Neuronen, die heftig zusammen und baue daraus neuronale Netze. Ja, schauen wir zunächst hier auf die linke Seite der Folie. Alle diese gelben Kreise sind solche künstlichen Neuronen. Hier kommen die Signale rein, das ist hier X1, dieses X2, X3, X4. Ja, das sind diese Dendriden, also schauen wir uns dieses erste Neuron an. Diese Dendriden, die auf das Neuron hinführen, mit Gewichten versehen. Und in dem Neuron wird jetzt entschieden, mit einem Schwellenwert, ob es das Signal weiterleitet oder nicht. Und es leitet das weiter hier an diese drei Ausgabeneuronen. Ja, also diese Signale kommen rein und sie werden von links nach rechts durch das neuronale Netz durchgeschoben. Das, was Sie hier sehen, bezeichnet man als flaches neuronales Netz, weil es nur diese eine Schicht hier von Neuronen gibt. Die bezeichnet man als versteckte Schicht, Hidden Layer, weil sie quasi zwischen der Eingabeschicht und der Ausgabeschicht eingeschlossen ist. Man kann natürlich diese Neuronen in etwas komplizierterer Weise auch zusammenheften, und zwar verschiedene Schichten, mehrere Schichten bilden. Das sieht man hier auf der rechten Seite. Ja, also alle wieder diese gelben Kreise sind künstliche Neuronen. Sie sehen, hier hat mich wieder dieses Neuron von vorhin, die Dendriden. Dort werden die Signale geleitet zu dem Neuron und entweder gibt es ein Signal weiter oder nicht. Aber es gibt das Signal nun weiter an die nächste Schicht. Das entscheidet wieder jedes Neuron, ob es das Signal weitergibt und so weiter, bis man hier an den Ausgabelayer kommt. Das, was Sie hier sehen, bezeichnet man als tiefes neuronales Netz, weil es mehrere Schichten hat. Schauen wir uns jetzt an, wie man so ein tiefes neuronales Netz trainiert, was man damit überhaupt tun kann. Ja, und wie es lernt. Und dafür schauen wir uns zunächst an, wie das menschliche Gehirn lernt. Eine sehr natürlich vereinfachte Art und Weise. Ja, als Beispiel ist Klassifikation von Bildern. Sie möchten einem Kind erklären, wie es Katzen und Hunde erkennen und unterscheiden kann. Ja, Katzen und Hunde sind ein sehr bekanntes Beispiel in diesem Bereich, insbesondere auch in der Informatik. Was würden Sie dann machen? Nun, Sie würden ihm verschiedene Bilder von Katzen zeigen oder verschiedene Katzen in der freien Natur und sagen, das sind Katzen. Auf der anderen Seite würden Sie ihm verschiedene Hunde zeigen und sagen, das sind Hunde. Ja, das Kind würde sozusagen unterschiedliche Tiere jeder Gruppe sehen. Und dann hoffen Sie, dass das Kind fähig ist, eine Transferleistung zu erbringen. Und zwar, wenn es jetzt ein unbekanntes Tier sieht, vielleicht die Katze vom Nachbarn, dann dieses korrekt als Katze zu identifizieren, also korrekt einzugruppieren. Das heißt, was quasi passiert ist, ist durch das Lernen hat das Kind erlernt, was die charakterisierenden Eigenschaften dieser beiden Gruppen sind, Katzen und Hunde. Und wenn es dann eine neue Katze, ein neues Bild sieht, kann es das auch korrekt eingruppieren und korrekt klassifizieren in dem Sinne. Versuchen wir jetzt, diese Ideen auf neuronale Netze, auf künstliche neuronale Netze zu übertragen. Dafür brauchen wir jetzt natürlich unglaublich viele Bilder, wieder von Katzen und von Hunden. Wir wissen bei jedem Bild, ob es eine Katze oder ein Hund ist. Und wir brauchen auch ein neuronales Netz, was wir dann nachher trainieren wollen. Wir müssen uns entscheiden, wie viele Schichten wir hier nehmen von diesen Neuronen, wie viele Neuronen in jeder Schicht und so weiter. Ja, aber wir setzen dieses jetzt, sagen wir mal, wie es hier gezeichnet ist, auf diese Art und Weise auf. So, jetzt möchte ich dieses neuronale Netz trainieren, zu erkennen, ob ein Bild eine Katze oder ein Hund ist. Was ich jetzt tue, ist, ich verdecke einen Teil der Daten und
schaue mir nur den anderen Teil an. Die Testdaten lege ich beiseite und schaue mir nur diese Trainingsdaten, also diese Trainingsbilder. Jetzt lege ich ein Bild von meinen Trainingsdaten an die linke Seite des neuronalen Netzes an. Ich gebe es dort ein. Was bedeutet eingeben? Nun, ein Bild, wenn man genau hinschaut, besteht aus einzelnen Pixeln. Jeder Pixel hat einen bestimmten Farbwert und jeweils diesen Farbwert gebe ich hier als Signal ein. Also ich gebe dieses Bild ein in das neuronale Netz. Jetzt werden Sie fragen, wie wähle ich denn am Anfang die Schwellenwerte und die Gewichte? Die wähle ich erstmal irgendwie zufällig. Dann lasse ich dieses Signal, dieses Bild jetzt durch das neuronale Netz laufen und werde hier irgendeine Ausgabe erhalten. Und was ich möchte, ist, dass ich hier, wenn es eine Katze ist, einen bestimmten Zahlenwert bekomme und wenn es ein Hund ist, einen anderen. Das heißt, die Aufgabe ist jetzt die folgende. Ich möchte, egal welches Bild ich von meinen Trainingsdaten hier anlege, wenn ich es durch das neuronale Netz laufen lasse, möchte ich immer die korrekte Klassifikation erhalten. Wie kann ich das erreichen? Nun, was habe ich überhaupt, womit ich jetzt herumspielen kann? Das, was flexibel ist in dem neuronalen Netz, sind eben gerade die Gewichte und die Schwellenwerte. Ja, die Gewichte, die auf diesen Dendriden lasten, und die Schwellenwerte in den einzelnen Neuronen. Das ist flexibel, das kann ich jetzt wählen. Und ich muss das jetzt so wählen, wir sehen, es ist eine hochgradig komplexe Aufgabe, ich muss es jetzt so wählen, dass egal welches Bild ich hier anlege von den Trainingsdaten, immer das korrekte Ergebnis herauskommt. Ja, dafür gibt es Trainingsalgorithmen, das bezeichnet man als Trainieren eines neuronalen Netzes. Und ich hoffe, dass ich es so wählen kann, dass tatsächlich alle diese Bilder von den Trainingsdaten korrekt klassifiziert werden. Wenn ich das erreicht habe, fixiere ich die Gewichte und Schwellenwerte, die ich dann bekommen habe, und habe dann ein fixes neuronales Netz, in das ich Daten eingeben kann, Bilder, und dann eine Klassifikationsentscheidung bekomme. Und ich hoffe jetzt natürlich, dass das neuronale Netz charakterisierende Eigenschaften von Katzen und Hunden gelernt hat, dass es fähig ist, eine Transferleistung zu erbringen. Wie teste ich das? Nun, jetzt schaue ich mir die Testdaten an, die das neuronale Netz vorher nicht gesehen hat. Wie zum Beispiel Nachbarskatze. Jetzt lege ich hier Bilder von den Testdaten an und hoffe dann, dass das Netz diese korrekt klassifiziert. Ja, und das funktioniert erstaunlicherweise oft extremst gut. Das heißt, man kann sich jetzt fragen, woher kommt dieser enorme Erfolg derzeit von dieser Methode insbesondere? Da gibt es im Wesentlichen zwei Gründe. Zum einen, wir wissen alle, wir haben derzeit eine enorm gestiegene Rechenleistung. Das heißt, was uns jetzt möglich ist, was zwar 1943 noch nicht möglich war, ist, dass wir jetzt tiefe neuronale Netze trainieren können mit Hunderten von Schichten. Und das macht einen extremen Unterschied. Zudem leben wir im Datenzeitalter. Das heißt, wir haben riesige Mengen von Trainingsdaten zur Verfügung. Auch das war 1943 noch nicht möglich. Und es sind insbesondere diese zwei Gründe, weshalb künstliche neuronale Netze derzeit so erfolgreich sind. Und es gibt ja jetzt auch schon einen Zoo von diesen künstlichen neuronalen Netzen. Ich habe Ihnen die einfachste Form eben kurz vorgestellt. Es gibt noch Convolutional Neural Networks. Die werden insbesondere auf Bilder angewandt, denn man kann sich vorstellen, wenn man jetzt zum Beispiel Katzen in Bilder erkennen möchte, ist es völlig egal, ob die Katze in der Mitte des Bildes ist oder am Rand. Und diese neuronalen Netze achten darauf, sie sind in gewisser Weise verschiebungsinvariant. Dann kann man sich vorstellen, dass man neuronale Netze auch auf andere Daten anwenden möchte. Nicht nur auf Bilder, sondern zum Beispiel, denken Sie an Social Media, auf Netzwerke, auf Graphen, wie Sie hier sehen. Und dafür benutzt man sogenannte Graph Convolutional Neural Networks. Die sind dafür prädestiniert. Dann gibt es Residual Neural Networks, wo Sie, wie Sie sehen, die Verbindungen oft Schichten überspringen. Units und so weiter und so weiter, einen ganzen Zoo. Nun, wofür benutzt man die neuronalen Netze heutzutage? Ein Problem haben wir schon kennengelernt, nämlich das Problem der Klassifikation. Ja, Klassifikation haben wir gesehen, das Ziel ist, Daten zu gruppieren, in Gruppen einzuteilen. Regression hat ein etwas anderes Ziel, dort geht es darum, numerische Werte vorherzusagen, zu berechnen. Zum Beispiel der Finanzsektor würde das benutzen.
Dann gibt es, ich nenne die mal, fortgeschrittenere Probleme. Zum Beispiel inverse Probleme, und darauf werde ich in der nächsten Folie eingehen. Und dann gibt es auch sogenannte partielle Differentialgleichungen. Was bedeutet das? Nun, bei physikalisch und ingenieurtechnischen Anwendungen, zum Beispiel, wenn man Flügel von Flugzeugen optimal designen will, muss man das zunächst mathematisch modellieren, auch die Strömung modellieren. Das macht man mit solchen partiellen Differentialgleichungen, optimiert dann, simuliert bestimmte Prozesse und bringt es dann in die Realität zurück. Aber es hat sich gezeigt, dass diese künstlichen neuronalen Netze sehr gut sind, bestimmte Klassen von solchen partiellen Differentialgleichungen zu lösen. Und im Allgemeinen, ganz grob gesprochen natürlich, kann man sagen, ein künstliches neuronales Netz kann fast jede Abbildung lernen, wenn man nur eben genug Trainingsdaten vorhanden hat. Schauen wir uns jetzt inverse Probleme an. Und ich möchte Ihnen daran zeigen, um wie viel besser diese neuen Methoden sind als das, was man vorher erreichen konnte. Steigen wir jetzt in den Bereich der medizinischen Bildverarbeitung ein. Computertomographie. Einige von Ihnen mussten vielleicht schon mal in einem Computertomographen liegen. Was ist dabei passiert? Nun, es wurden Messwerte aufgenommen und aus diesen Messwerten hat der Computer anschließend wieder das Innere des menschlichen Körpers zurückgerechnet. Wie werden diese Messwerte aufgenommen? Man sieht das hier schematisch entlang dieser Linien, die Sie hier sehen, wird, man sagt mathematisch, integriert. Sie sehen hier, dass dieser Bereich ist schwarz, das heißt, hier sind nur Werte 0, das heißt, man bekommt hier keinen positiven Wert. Hier sind die Werte etwas höher und man bekommt letztendlich, wenn man entlang dieser Linien integriert oder in gewisser Weise diese Pixel aufaddiert, diese Kurve. Das gibt uns jetzt eine Spalte von diesem Sinogramm. Und jetzt rotieren die Sensoren, das heißt, ich berechne diese entlang dieser roten Linien von jedem Winkel aus. Auf die Art und Weise berechne ich diese Messwerte, aus denen ich jetzt das Innere des Körpers zurückrechnen möchte, also rekonstruieren möchte. Das funktioniert relativ gut. Schwierigkeiten treten insbesondere dann auf, wenn man nicht die Sensoren um 180 Grad rotieren kann. Das ist zum Beispiel der Fall bei Elektronentomographie. Dann passiert Folgendes: Ich habe viel zu wenig Messwerte. Ja, mir fehlt ein ganzer Block von Messwerten. Und Sie können sich vorstellen, dass dann die Rekonstruktion auch dementsprechend schlecht aussieht. Ja, das sehen Sie hier. Das ist das Originalbild. Und wenn jetzt ein 40-Grad-Winkel fehlt und Sie benutzen traditionelle Methoden, also hier eine der vielleicht besten, Sparse-Regularisierung und Schirlitz, dann sehen Sie eine sehr schlechte Rekonstruktion aus den Messwerten. Wenn Sie aber künstliche neuronale Netze benutzen und die auch noch mit der Physik des Problems zusammenbringen, da konnten wir solche Ergebnisse erzielen. Und ich hoffe, Sie geben mir recht, dass diese Rekonstruktion doch deutlich besser ist als das, was man früher erreichen konnte. Und vielleicht noch ein anderes Beispiel, auch in diese Richtung, ganz klassisch aus der Bildverarbeitung, Kantenerkennung. Ich habe ein Foto, ich möchte erkennen, wo Kanten auftauchen und welche Orientierung diese haben. Ja, Sie sehen hier zum Beispiel horizontale Kanten, Sie sehen vertikale Kanten und Sie sehen auch diagonale Kanten. Ja, klassische Algorithmen können so etwas erreichen. Sie sehen, die Kanten werden mehr oder weniger auch erkannt und die Farben, die Sie hier sehen, indizieren die Orientierung der Kanten. Sie sehen hier zum Beispiel dieses Lila, das wäre horizontal, und Sie sehen hier dieses diagonale Grün. Aber wenn man wieder künstliche neuronale Netze ins Spiel bringt, auch wieder mit traditionellen Methoden in gewisser Weise optimal verknüpft, kann man solche Ergebnisse erzielen, also eine sehr präzise Kantendetektion und auch eine sehr präzise Detektion, welche Orientierung diese Kanten haben. Das heißt, wir haben jetzt gesehen, es gibt enorme Erfolge in diesem Bereich, aber auch das haben wir schon am Anfang gesehen, es gibt auch viele Probleme. Und lassen Sie uns jetzt auf die zentralen Probleme zu sprechen kommen. Dafür habe ich Ihnen hier vorne, hier oben nochmal die Grafik bezüglich des Trainingsprozesses von der vorherigen Folie mitgebracht. Das erste Problem gleich ist, man hat oft zu wenig oder zu schlechte Trainingsdaten. Stellen Sie sich vor, Sie haben Millionen von Bildern von Katzen, aber nur ein Bild von einem Hund. Ich kann Ihnen garantieren, das neuronale Netz wird keine Charakteristika
oder nur ganz schlecht von Hunden erkennen und lernen. Das heißt, wenn ich ein Bild eingebe, mit hoher Wahrscheinlichkeit wird es immer als Katze klassifiziert. Das ist das Problem mit den Trainingsdaten. Anschließend haben wir das neuronale Netz aufgesetzt und haben uns gefragt, wie viele Schichten nehme ich, wie viele Neuronen in welcher Schicht, also wie setze ich sozusagen die Struktur des neuronalen Netzes zusammen. Das ist oft ein sehr langwieriger Prozess und kostet viel Zeit und das ist natürlich auch ein zentrales Problem. Anschließend der Trainingsprozess selber. Wir hatten eben auch schon gehört, es ist viel Versuchen, viel Trial and Error von dem Programmierer oder von der Programmiererin verlangt das sehr viel Erfahrung. Es müssen oft viele Tricks dabei angewandt werden. Auch das möchte man sicher rationaler gestalten. Und letztendlich kann man sagen, der Erfolg von künstlichen neuronalen Netzen ist zu einem gewissen Grad immer noch ein Mysterium. Es gibt viele Dinge, die man nicht nur nicht versteht, sondern die auch wirklich sehr erstaunlich sind, dass sie so gut funktionieren. Und lassen Sie mich hier zwei von diesen Mysterien einmal in etwas mehr Detail erklären. Das erste Mysterium ist, dass ein neuronales Netz erstaunlicherweise kein Problem hat mit sogenannter Überanpassung. Was bedeutet das? Nehmen wir wieder das Beispiel Katzen und Hunde. Sagen wir, diese grünen Punkte sind Katzen und die blauen Sterne sind Hunde. Mein neuronales Netz soll diese jetzt trennen und zwei Klassen identifizieren. Und nehmen wir an, mein neuronales Netz hat nicht genug Variabilität, es kann nur Linien zeichnen. Da werden Sie mir hoffentlich zustimmen, dass ich mit einer Linie nie diese beiden Gruppen eindeutig trennen kann. Also ich kann dann nur sagen, oberhalb der Linie befinden sich Katzen, unterhalb Hunde, aber das wird natürlich diesen Daten überhaupt nicht gerecht. Wenn ich etwas mehr Variabilität habe in dem neuronalen Netz, dann kann ich vielleicht solch eine Trennung erzielen. Ja, und das sieht schon extrem gut aus. Ja, denn dieses Bild hier von einer Katze kann auch einfach ein falsch gelabeltes Bild sein in den Trainingsdaten. Das heißt, wenn ich jetzt ein neues Bild hineinbekomme und das liegt meinetwegen hier, dann würde ich es als Hund klassifizieren und das ist dann sicher auch mit hoher Wahrscheinlichkeit korrekt. Wenn mein Netz aber zu variabel ist und es es sozusagen zu gut meint, dann könnte es die Daten sehr engmaschig umfassen, wie Sie das hier sehen. Und dann ist der Effekt der folgende. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier ein neues Bild hineinbekomme, würde ich es als Katze klassifizieren, obwohl es mit hoher Wahrscheinlichkeit sicher ein Hund ist. Ja? Also in dem Sinne, das ist, was man als Überanpassung bezeichnet. Die Gruppierung ist sozusagen zu genau an den Trainingsdaten angepasst, sodass, wenn ich ein neues Bild bekomme, das völlig falsch klassifiziert wird. Und das Erstaunliche ist, dass bei neuronalen Netzen dieses Problem oftmals nicht auftritt. Ja, und man sieht dann oft diese Grafik. Lassen Sie mich kurz erklären, was diese Grafik aussagt. Die Größe des neuronalen Netzes, das sind ist die Anzahl der Gewichte und der Schwellenwerte. Und auf dieser Seite sieht man den Fehler. So, bei den Trainingsdaten, da muss das neuronale Netz an die Trainingsdaten angepasst werden. Je größer das ist, je mehr Variabilität, desto besser kann man es anpassen. Das heißt, dieser Trainingsfehler wird immer kleiner. Aber bei dem Testfehler, das ist der Fehler, den ich erzeuge, wenn ich jetzt die Testdaten benutze, da sehen Sie, wird der Fehler irgendwann wieder größer. Und das ist genau dieser Effekt. Aber, und ab hier startet das Mysterium, irgendwann geht der Fehler wieder runter und das neuronale Netz, wenn ich es extrem groß wähle, ist sehr gut, diese Transferleistung zu erringen. Also von daher kann man sagen, selbst künstliche neuronale Netze mit Millionen von Parametern im Sinne von Schwellenwerten und Gewichten haben zum Beispiel kein Problem mit Überanpassung. Das zweite Mysterium möchte ich mal bezeichnen als Finden der Nadel im Heuhaufen vom Trainingsprozess. Was macht der Trainingsprozess? Nun, man erinnert sich vielleicht noch an die Schule. Wenn man Funktionendiskussionen gemacht hat, musste man oft Minima berechnen. Und genau das ist auch das Ziel des Trainingsprozesses, ein gutes Minimum zu finden, in gewisser Weise unter allen möglichen Gewichten und Schwellenwerten. Wie findet man Minima? Nun, wenn man hier eine Funktion hat, Sie sehen hier zwei Minima, Sie sehen das in diesem Höhenprofil vielleicht etwas besser. Wenn man wandert, kennt man solche hohen Profile. Wie würde man jetzt ein Minimum finden? Man startet irgendwo
und geht dann immer dort hinab, wo der stärkste Abstieg ist und landet dann sicher mit hoher Wahrscheinlichkeit in irgendeinem Tal, also in einem Minimum. Das sieht relativ geradlinig aus. Bei neuronalen Netzen kann man das nicht so machen, weil es viel zu komplex ist. Das heißt, das Finden von so einem Minimum durch einen Trainingsprozess sieht ungefähr so aus. Es ist viel Zufall mit dabei. Und Sie sehen, wenn man so vorgeht, verpasst man dieses eine Minimum und landet dann im anderen Minimum. Und wenn man sich dann noch vorstellt, dass die Landschaft, über die man jetzt wandert und wo man sozusagen das Tal finden muss, noch sehr zerklüftet ist, dann muss man sagen, es ist wirklich sehr erstaunlich, obwohl dieses Problem so schwierig ist, dass trotzdem oft eine gute Lösung gefunden wird. Und was heißt gute? Naja, wir sind ja immer daran interessiert, mein neuronales Netz so zu trainieren, dass es diese Transferleistung erbringen kann. Also das waren jetzt mal zwei von diesen Mysterien, die wirklich sehr erstaunlich sind, dass es so gut funktioniert. Ein weiteres Problem ist, bei sensiblen Anwendungen möchte man natürlich den Fehler abschätzen. Man möchte Schranken haben, wie schlimm sozusagen der Fehler sein kann. Auch das, da gibt es derzeit eigentlich noch kaum Resultate in diese Richtung. Und letztendlich, wenn man sich das anschaut, da sehr viel auch noch Trial and Error ist, ist dann der resultierende Algorithmus eine Blackbox und Interpretieren der Ergebnisse ist nicht einfach. Und vielleicht das letzte Problem, die fehlende Robustheit, haben wir am Anfang auch schon anklingen lassen. So, es gibt einige Probleme. Man kann sich natürlich jetzt fragen, kann ich Entscheidungen trotzdem erklären? Und da gibt es eine hochinteressante neue Forschungsrichtung, die sogenannte Explainability, also Erklärbarkeit. Was ist die Frage hier? Ich habe ein trainiertes neuronales Netz, also ich habe jetzt diese Schwellenwerte und Gewichte fixiert. Ich weiß nicht, was vorher passiert ist. Ich kenne keine Trainingsdaten. Ich weiß nicht, wie es trainiert wurde. Dieses neuronale Netz trifft jetzt irgendwelche Entscheidungen und ich möchte verstehen, worauf diese Entscheidungen beruhen. Welche Anteile der der Eingabedaten besonders wichtig dafür sind. Wie das Netz quasi argumentiert. In dem Sinn ist das ein Öffnen jetzt der Blackbox. Wieso ist man daran interessiert? Naja, wenn ein neuronales Netz eine wichtige Entscheidung trifft, zum Beispiel, dass jemand eine Stelle nicht bekommt, dann möchte derjenige sicher gerne wissen, worauf diese Entscheidung beruht. Wenn man neuronale Netze in der Wissenschaft benutzt, kann man dort dadurch oft sehr interessante neue Erkenntnisse über die Daten gewinnen. Denn neuronale Netze sind sehr gut, um Muster zu erkennen. Und letztendlich kann man auch die Vertrauenswürdigkeit von Algorithmen in gewisser Weise testen. Letztendlich eine Vision für die Zukunft wäre natürlich, ich kann eine beliebige Frage stellen und die Erklärung, wie ein neuronales Netz agiert oder weshalb es eine Entscheidung getroffen hat, sollte idealerweise nicht von einer menschlichen Erklärung sich unterscheiden. Davon sind wir natürlich noch sehr weit entfernt, aber das wäre sicher ein Ziel. Lassen Sie mich nun zeigen, wo in gewisser Weise derzeit dort auch der Stand der Forschung ist. Das Ziel ist also jetzt, ich habe ein trainiertes neuronales Netz. Es hat eine Entscheidung geliefert und ich möchte verstehen, welche Bestandteile der Eingabedaten dafür verantwortlich waren, worauf diese Entscheidung beruht. Wir nehmen wieder ein Bild als Beispiel. Nehmen wir an, wir haben ein neuronales Netz, was hier dieses Bild als Waben klassifiziert. Das macht schon Sinn. Es kommen auch Waben vor und wir fragen uns, worauf beruht die Entscheidung des neuronalen Netzes, dieses als Waben zu klassifizieren. Was man dann tut, man wendet so einen Erklärungsalgorithmus an und weist oft wie hier jedem Pixel einen Relevanzwert zu, wie wichtig dieser Pixel für die Entscheidung ist. Und in diesem Fall, was wir dann sehen, ist, dass das neuronale Netz seine Entscheidung auf diesen Pixeln basiert hat. Und das macht auch absolut Sinn, denn das sind gerade die Pixel, die diese Waben bilden. Also in dem Sinne konnte man hier in gewisser Weise überprüfen, dass das neuronale Netz wirklich seine Entscheidung auf etwas Sinnvollem basiert hat. Allgemein gibt es natürlich auch in diesem Gebiet schon verschiedenste Methoden. Es ist ein starker Fokus auf Bilddaten und auch oft auf diesen pixelbasierten Erklärungen, dass man also sich jedes einzelne Pixel anguckt, wie wichtig das
für eine Entscheidung ist. Aber dann kann man sagen, naja, als Mensch würde man jetzt vielleicht, wenn man entscheiden will, ob, sagen wir mal, irgendwas eine Katze ist, sich nicht jedes einzelne Haar der Katze anschauen. Ja, sondern man schaut sich Strukturen an. Und zum Zweiten, was sicher auch sehr interessant und wichtig ist, ist, wenn ein neuronales Netz etwas falsch klassifiziert, wie zum Beispiel bei diesen selbstfahrenden Autos, möchte man sich ja auch verstehen, weshalb. Was hat das neuronale Netz gesehen, sodass es diese falsche Entscheidung getroffen hat? Schauen wir uns dafür jetzt einen neuen Algorithmus an, den wir auch jetzt gerade entwickelt haben, der auf eben komplexeren Strukturen beruht und nicht nur auf einzelnen Pixeln. So, wir haben jetzt ein neuronales Netz, was falsche Erklärungen liefert oder falsche Entscheidungen, Entschuldigung, getroffen hat. Also hier hat das neuronale Netz das klassifiziert als ägyptische Katze. Jeder Mensch sieht, dass das ein Hund ist. Dieses als Baby, hier sieht man auch eindeutig, das ist ein Hund. Und dieses als Schraube und hier weiß natürlich auch jeder, das ist ein Pulli. Wenn wir uns jetzt diese vereinfachte Form der Erklärung, also pixelbasiert, anschauen, dann würden wir sehen, na gut, das Netz hat sich diese Pixel angeschaut, aber weshalb es jetzt auf die Idee gekommen ist, dass eine ägyptische Katze sein könnte, weiß man nicht. Auch hier erkennt man sicher kein Baby und hier sieht man eigentlich fast gar nichts. Aber wenn man jetzt sich etwas komplexere Strukturen anschaut, dann bekommt man solche Bilder. Und ich denke, man kann in gewisser Weise erkennen, weshalb das neuronale Netz hier eine ägyptische Katze gesehen hat, hier ein Baby und hier eine Schraube. Ja, das heißt, man kann hier etwas mehr erkennen, was das neuronale Netz gesehen hat und weshalb es sich so falsch entschieden hat. Hier geht natürlich einiges an Mathematik auch ein, zum Beispiel sogenannte Wavelet-Systeme. Wir haben uns jetzt viele Bilder angeschaut. Ich möchte Ihnen noch ein Beispiel jetzt auch zeigen aus einem ganz anderen Bereich, aus dem Bereich der Telekommunikation. Was Sie hier sehen, ist ein Stadtplan. Dieses Blaue sind Gebäude und die roten Punkte sind Handybenutzer. Und von jedem Handybenutzer weiß ich, wie stark dort der Signalempfang ist. Und hier dieser weiße Bereich ist der Funkturm. Was das neuronale Netz dann berechnet hat, ist dieser schwarz-weiße Hintergrund. Und im Wesentlichen ist es auch sinnvoll. Sie sehen zum Beispiel hier, das ist schwarz, da ist ein schlechter Empfang und das macht auch Sinn. Nicht? Erstens stehe ich sehr weit entfernt vom Funkturm und zum Zweiten stehe ich im Schatten von mehreren Gebäuden. Aber das Netz hat hier auch diesen schwarzen Punkt, dieses sozusagen Funkloch kreiert, direkt eigentlich vor dem Funkturm, was keinen Sinn macht. Mit Hilfe von diesen Erklärbarkeitsalgorithmen konnten wir dann sehen, dass das neuronale Netz die Entscheidung, dieses hier schwarz zu markieren, auf diesen Handybenutzern basiert hat. Denn diese haben schlechten Empfang. Und was wir dann nachher herausgefunden haben, ist, dass in dem Stadtplan an dieser Stelle ein Gebäude gefehlt hat. Also in dem Sinne kann man dann auch Fehler in Daten durch diese Erklärungsalgorithmen ersehen. So, man kann Entscheidungen also in gewisser Weise erklären. Wie sieht es jetzt mit der Zuverlässigkeit aus, also noch weiter gedacht? Hier nochmal die Folie mit den Problemen, die wir vorhin schon etwas genauer diskutiert haben. Und wir haben auch schon anklingen lassen, dass ein Hauptproblem ist, dass man keine theoretischen Grundlagen hat, dass sozusagen das Ganze noch auf etwas wackeligen Füßen steht. Der Begriff Alchemie fiel auch schon. Das heißt, eine Lösung für viele von diesen Problemen ist die Entwicklung von mathematischen Grundlagen. Denn damit kann man dann in die Tiefe schauen und zum Beispiel Fehlerabschätzungen bekommen. Das erste Problem wird man dadurch sicher nicht lösen können. Zu wenig, zu schlechte Trainingsdaten. Das bleibt sicher, aber man kann sicher, und da geht auch eine Richtung der Forschung hin, zu analysieren, was sind gute Architekturen, wie viele Schichten muss ich nehmen beim neuronalen Netz, wie viel Neuronen in jeder Schicht. Der Trainingsprozess, auch dort, das ist auch ein Strang der Forschung, diesen auf etwas solidere Füße zu stellen, dass es nicht mehr nur Trial and Error ist, sondern dass man dem Programmierer, der Programmiererin konkrete Hinweise geben kann, wie sie oder er vorzugehen hat. Die Mysterien, besteht eine berechtigte Hoffnung zu verstehen, weshalb neuronale Netze so agieren, wie sie es tun. Fehlerabschätzungen sind natürlich ganz prädestiniert in diesem Sinne. Und wenn man so ein tiefes Verständnis erlangt hat, dann ist der resultierende Algorithmus auch keine Blackbox mehr.
Und dann kann man auch die Ergebnisse leichter interpretieren. Und die Hoffnung ist eben auch dann, die fehlende Robustheit überwinden zu können. Was ist das, der Vorteil von so einem tiefen mathematischen Verständnis? Nun, was man macht, ist, man setzt eine Modellsituation auf, die sehr nahe an der Realität ist, hat dann innerhalb von dieser Modellsituation eine vollständige Kontrolle, kann da systematisch Probleme wie Robustheit untersuchen, Lösungen dafür finden, Fehlerschranken erstellen, diese auch beweisen, sodass man dort absolute Sicherheit hat und bringt alles dann anschließend wieder in die Realität. Und im Moment ist es eine, aus meiner Sicht, extrem spannende Situation in der Mathematik. Viele meiner Kolleginnen und Kollegen arbeiten schon in diesem Gebiet. Sie bringen ihre eigene Expertise mit und das ist natürlich auch sehr wichtig, weil man von den Methodiken her eigentlich fast die gesamte Bandbreite der Mathematik auch benötigt. Tatsächlich hat es sogar in einigen Gebieten der Mathematik schon zu einem Paradigmenwechsel geführt, zum Beispiel bei inversen Problemen, und es sind auch schon neue Forschungsrichtungen entstanden. Das heißt, das Ziel hier ist, dass man durch diesen Zugang wirklich absolute Zuverlässigkeit von künstlicher Intelligenz erreichen kann. Man sollte an dieser Stelle sagen, dass neben der Mathematik natürlich auch die Statistik hier extrem wichtig ist. Manchmal wird die Statistik als Teilgebiet der Mathematik angesehen, manchmal separat. Hier an der LMU haben wir zum Beispiel ein separates Statistikdepartment und die theoretische Informatik spielt natürlich auch eine zentrale Rolle. Lassen Sie mich nun schließen. Ich denke, wir haben gesehen, KI weist spektakuläre Erfolge auf, sowohl im öffentlichen Leben als auch in den Wissenschaften. Wir haben dann etwas mehr diskutiert, künstliche neuronale Netze, die derzeit das Workhorse sind, und haben gesehen, wie sie agieren, wie sie funktionieren, wie man sie trainiert. Es gibt derzeit noch viele Probleme, fehlende Robustheit, dass zum Beispiel der Trainingsprozess im Wesentlichen Trial and Error ist. Aber die Forschung ist in der Richtung unterwegs, Lösungen für diese Probleme zu finden, insbesondere einmal für den Bereich Erklärbarkeit, also wenn man fixe neuronale Netze hat und versucht zu verstehen, wie diese Entscheidungen treffen, und im Sinne von mathematischen Grundlagen, um dieses ganze Gerüst der künstlichen Intelligenz auf solidere Füße zu stellen und um damit dann auch Zuverlässigkeit sicherstellen zu können. Lassen Sie mich abschließend noch bemerken, dass wir jetzt gerade an der LMU in unserem Center for Advanced Studies einen Schwerpunkt aufgesetzt haben, Next Generation AI, von diesem Jahr bis ins Jahr 2023. Auch in diesem Rahmen werden noch viele Public Lectures kommen. Wir werden dann auch einen Newsletter aufsetzen, den man subscriben kann und wo man Informationen bekommt. Und in dem Sinne möchte ich schließen und danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, Frau Professor Kutinne, ich möchte Ihnen ganz herzlich danken für diesen unglaublich spannenden Vortrag, der zumindest mein Bild, und mein Bild ist ja nun das Bild eines sehr fachfremden, eines Feuilletonlesers auf die KI, doch ganz, ganz erheblich verändert hat. Ja, Sie haben zuletzt noch einen Hinweis gegeben auf die ZAS-Reihe. Sie haben es konsequent gemacht, ganz englisch, also AI, Artificial Intelligence. Im Chat findet sich auch noch mal der Link dazu, damit die Leute sich da das Veranstaltungsprogramm des CAS, des Center for Advanced Studies der LMU, dann auch noch mal genauer anschauen können. Ja, das wäre auch schön, wenn Sie dort Veranstaltungen besuchen. Und dann sehen Sie auch das, was ich am Anfang gesagt habe, was für ein dynamisches Feld KI, AI bei uns an der Universität ist. Ja, kommen wir zu den Fragen des Publikums. Wenn ich die Fragen sortieren sollte, würde ich sagen, es gibt drei Gruppen von Fragen. Eine technische Gruppe, eine philosophische Gruppe und, das interessiert mich auch ganz besonders, kommen wir vielleicht noch mal zu sprechen, eine ästhetische Gruppe, also eine Frage nach ästhetischen, fiktionalen Reflexionen. Eine erste Frage, die schon relativ früh kam, von jemand, der KI offensichtlich ganz gut versteht, fragt, und ich darf Ihnen die Frage einfach vorlesen,
Ein Freund von mir hat ein Wörterbuch entwickelt, um drei verschiedene Kategorien von Unterhaltungen in Reddit-Kommentaren zu klassifizieren. Mein erster Gedanke war, ob es nicht interessant wäre, einen Klassifikator zu trainieren, der dasselbe tut, und die Ergebnisse zu vergleichen. Meine Frage ist nun, wäre das überhaupt möglich, einfach KI oder ML, also maschinelles Lernen, Modelle mit transparenteren Methoden zu vergleichen? Und wenn ja, was können uns solche Vergleiche über ML-Modelle sagen? Also mir erscheint die Frage sehr spezifisch. Ich weiß nicht, ob Sie darauf reagieren wollen. Ja, also ganz herzlichen Dank erstmal für die Frage. Ich meine, das ist natürlich was, was in der KI insgesamt sehr oft gemacht wird. Wir haben es ja auch hier mit verschiedenen älteren Methoden verglichen. Klassifikation ist ein ganz klassisches Beispiel für KI-Algorithmen. Dort haben auch insbesondere neuronale Netze ihre Stärke. Also von daher würde ich erstmal auf jeden Fall sagen, ja, das ist, wäre sicher sehr interessant, hier solche Algorithmen zu benutzen. Und dann in dem Sinne zu vergleichen, wie sie sich zu anderen Algorithmen verhalten. Was ich aus dem heutigen Vortrag ganz wesentlich mitnehme, dass die Rede von KI die Frage stellt, wie operiert eigentlich KI? Und dass das Grundprinzip der Operationsweise im Grunde genommen das ist, was Sie am Anfang dargestellt haben, diese Weiterleitung von Information in einem kleinen Teil, das dann erweitert wird zu einem neuronalen Netzwerk. Dazu gibt es in der Tat auch einige Fragen. Zum Beispiel eine Frage bezieht sich auch konkret auf eine der frühen Folien von Ihnen. Die Frage lautet ganz einfach, wovon hängt die Anzahl der Neuronenschichten ab? Das ist vermutlich auch eine Frage der Komplexität und der Komplexität der Verarbeitung der Ausgangsdaten. Ja, also das ist eine sehr interessante Frage. Ich wünschte, ich könnte eine sozusagen abschließende Antwort darauf geben. Ich hatte schon gesagt, die Auswahl dieser Architektur, also die Anzahl der Schichten, die Anzahl der Neuronen, ist sehr viel noch Trial and Error. Man versucht noch vieles auszuprobieren. Normalerweise ist es gut, eher mehr Schichten zu benutzen als weniger Schichten. Das ist auch gerade die Stärke der neuronalen Netze. Wenn man einen Anwender fragt, dann bekommt man manchmal sogar die Antwort, ja, nimm das größte neuronale Netz, was noch in deine GPU reinpasst. Also von daher, je größer oftmals, desto besser. Aber bei vielen Anwendungen reichen oft ja, 10, 11, 12 Schichten. Und da muss man sich überlegen, wie viele Neuronen man in jeder Schicht benutzt. Das ist, ja, so leid mir das tut, das jetzt sozusagen auch noch zum gewissen Grad einiges am Testen. Man verändert es dann, man schaut, wie das Ergebnis ist. Aber in dem Sinne kann man sagen, mehr Schichten sind oft dann doch, haben dann doch oft einen Vorteil. Und der Grund ist, wir hatten schon gesagt, was das neuronale Netz tut, ist ja Charakteristiken zu lernen. Und in den verschiedenen Schichten werden quasi Charakteristika herausgelernt in verschiedenen Größen, also in verschiedenen Skalen. Das heißt, je mehr Schichten man hat, desto mehr quasi Strukturen verschiedener Größe kann man auch erkennen und kann das neuronale Netz dann lernen. Das war jetzt eine Frage, die zielt auf die Architektur des neuronalen Netzwerkes ab. Es gibt eine Frage, die für mich einen direkt damit zusammenhängenden Aspekt beleuchtet. Jemand möchte jetzt eine konkretere Vorstellung entwickeln und fragt, wie viele Trainingsdaten sind erforderlich, um zum Beispiel eine Bilderkennung zuverlässig zu erhalten? Gibt es Themenbereiche, in denen es nicht genug Bilder für das Training gibt? Das lässt sich vermutlich nicht absolut beantworten, aber vermutlich bezogen auf den Prozess. Auch das ist eine interessante Frage. Also normalerweise, wenn man jetzt zum Beispiel ein neuronales Netz, wie wir das hier gesehen haben, trainiert, Katzen und Hunde zu unterscheiden, würde man schon in die Millionen gehen. Also Millionen von Trainingsdaten. Es gibt Datenbanken im Internet, ImageNet, wo man solche Daten dann auch herunterziehen kann. Probleme mit zu wenig Trainingsdaten hat man zum Beispiel in der medizinischen Bildverarbeitung. Dort gibt es einfach nicht so viele. Sie haben hier schon gesehen, ich hatte dieses Beispiel der inversen Probleme. Um solche Netze zu trainieren, braucht man natürlich sehr viele Bilder von Computertomographen. Die bekommt man ja natürlich nicht so einfach. Also von daher hat man dort nur
sehr wenige und es gibt dann Methoden, um aus wenig Trainingsdaten künstlich mehr zu erzeugen. Zum Beispiel mit sogenannter Data Augmentation. Was man dann macht, ist, man nimmt die Bilder, man dreht sie leicht oder man spiegelt sie und erzeugt dadurch künstlich viel mehr Trainingsdaten, als man eigentlich ursprünglich hatte. Und dann trainiert man das neuronale Netz auf die Art und Weise. Was man auch machen kann, ist, wenn man zu wenig Trainingsdaten hat, dass man künstlich Trainingsdaten, vielleicht vereinfachte, erstmal selber erzeugt. Dann trainiert man das neuronale Netz, man nennt das grobes Training in gewisser Weise. Und anschließend, wenn man die realen Daten dann nimmt, wo man vielleicht zu wenig hat, dann kommt das Feintuning. Also dann würde man sozusagen die letzte Phase des Trainings laufen lassen und es dann direkt auf die Realität einstellen. Also von daher gibt es diverse Anwendungen, wo man zu wenig Trainingsdaten hat, aber es gibt auch schon Wege drumherum, wie man damit fertig werden kann. Weil Sie jetzt gerade den medizinischen Bereich erwähnt haben, würde ich gerne eine Frage rausgreifen, die das selber noch mal fokussiert, aber genau in die entgegengesetzte Blickrichtung. Die Frage lautet, lässt sich sagen, in welchen Bereichen die KI bereits heute bessere, zuverlässigere Ergebnisse als die menschliche Intelligenz liefert? Und dann in Klammern Beispiel Tumorerkennung. Nun ja, ich meine, es gibt ja zum Beispiel im Bereich der Krebserkennung, der Hautkrebserkennung, wird ja auch schon oft, wenn man zum Arzt geht, so gemacht, dass Bilder gemacht werden von, sagen wir mal, Stellen auf der Haut. Und dann laufen Algorithmen, die quasi indizieren, mit welcher Wahrscheinlichkeit das etwas ist, was sich der Arzt näher anschauen muss. Also von daher, dort werden solche Dinge auch schon benutzt. Aber es ist im medizinischen Bereich immer noch so, dass letztendlich immer der Arzt auch drauf schaut und dann entscheidet. Und von daher ist es jetzt schwierig zu sagen, dass die künstliche Intelligenz da schon besser ist, denn diese Kontrollfunktion des Arztes oder der Ärztin ist immer noch letztendlich dann dabei. Aber dadurch, dass man eben zum Beispiel bei Hautärzten diese Methode benutzt, das zeigt ja schon, dass Ärzte das auch sehr zu schätzen wissen und Ärztinnen, dass sie dort quasi eine Handreichung bekommen und ein Indiz, wo man vielleicht dann noch etwas genauer hinschauen müsste. Sie haben jetzt von der Kontrollfunktion des Arztes oder der Ärztin gesprochen. Das ist ja nun eine sehr pragmatische Perspektive. Aber da öffnen wir ein großes Tor. Und diese Fragen aus einem großen Bereich mussten kommen, nämlich das Verhältnis von Intelligenz und Mensch. Fangen wir vielleicht mal ganz vorsichtig an und gehen noch mal zurück auf das Katze-Hund-Beispiel. Also die einfache Frage lautet, wer überprüft die Richtigkeit dieses Algorithmus, der dann entscheidet, okay, bei diesem Bild handelt es sich um eine Abbildung einer Katze und bei dem um die Abbildung eines Hundes. Genau, also was man macht ist, man hat ja am Anfang sehr viele Daten, Millionen von Daten. Gesagt hat, man trennt sie in zwei Bereiche auf. Einen Bereich legt man weg und benutzt nur den anderen Bereich für das Training. Das neuronale Netz wird dann darauf trainiert und diese Überprüfung, wie gut das neuronale Netz das gelernt hat, funktioniert dann mit den Testdaten, die das neuronale Netz beim Training vorher nie gesehen hat, wie ein Kind, das vielleicht nur diese ersten Bilder gesehen hat. Und dann holt man die sozusagen wieder hervor und schaut dann, wie das neuronale Netz auf diese Daten, die es vorher nie gesehen hat, reagiert. Ob diese korrekt klassifiziert werden. Und das ist dann die Überprüfung des neuronalen Netzes. Ja, aber könnte man diese Frage jetzt nicht noch einmal stellen? Es ist klar, Sie haben das jetzt so geschildert, in diesem Prozess wird die Ausgangsdatenmenge aufgeteilt, indem man sozusagen zwei Datenmengen hat, die sich wechselseitig überprüfen. Jetzt die Frage, also auch das ist jetzt eine philosophische Frage, na ja, aber es muss doch irgendwann einmal ontologisch feststehen, was Katze und was Hund ist. Und das wird jetzt von den Bildern selbst genommen. Und wo erfolgt dann die Bestätigung? Es ist alles datenbasiert. Okay. Ja, also alles hängt von den Daten ab. Wenn die Daten, also die Charakteristika, das Einzige, was das neuronale Netz hat, um das zu erkennen und auch die einzige Möglichkeit, die man nachher hat, um das zu erprüfen, ist datenbasiert.
Also von daher, man nimmt Daten zum Training und auch zum Überprüfen Daten. Also man nimmt jetzt nicht andere Dinge noch mit hinzu. Bei der Bildverarbeitung, also das ist jetzt bei Katzen und Hunden. Wenn man natürlich zum Beispiel, ich hatte das Beispiel angeführt, Computertomographie. Da hat man natürlich auch andere Möglichkeiten zu überprüfen. Denn da hat man ja quasi das Originalbild, was man rekonstruieren möchte. Und kann dann überprüfen, wie gut das neuronale Netz dieses Originalbild wieder rekonstruiert hat. Also da hat man quasi einen physikalischen Rahmen. Wenn man das hat, wenn man in gewisser Weise in Physik, in Mathematik dort eingebettet ist, auch bei diesen partiellen Differentialgleichungen, hat man eine Möglichkeit zu überprüfen, exakt zu überprüfen, wie gut das neuronale Netz letztendlich das gelernt hat. Bei Katzen und Hunden, also bei dieser Art von Daten, Bilddaten, ist es in dem Sinne datenbasiert. Aber ich sage nicht, dass das sozusagen das Beste ist, was man machen kann. Es wäre natürlich viel schöner, wenn man noch andere Kriterien hätte, um zu überprüfen, ob das neuronale Netz nun wirklich die richtigen Charakteristika von Katze und Hunde gelernt hat. Etwas kann man es mit diesen Erklärbarkeitsalgorithmen natürlich überprüfen, worauf das neuronale Netz geschaut hat. Was man vielleicht natürlich machen könnte, wäre, wenn man als Mensch eine Katze erkennt, dann könnte man schauen, worauf ein Mensch seine Augen richtet, um dieses Tier korrekt zu klassifizieren. Und könnte dann schauen mit den Erklärbarkeitsalgorithmen, ob das neuronale Netz dasselbe tut, also in dem Bild quasi auf dieselben Bestandteile den Blick wendet. Das wäre jetzt vielleicht eine Möglichkeit, etwas näher daran zu gehen. Aber wenn man natürlich eine objektive Beschreibung von Katzen und Hunden hätte, dann könnte man natürlich versuchen, das auf die Art und Weise zu überprüfen. Ich vermute, dass die Frage in dieselbe Kerbe schlägt. Ist ein internes Feedback der KI möglich, also ein Selbstlernen der KI ohne Korrektur des Menschen, eine Anpassung der W-Werte bzw. der Schwellenwerte durch die KI selbst ohne Einmischung von außen? Also es gibt schon Algorithmen, die zum Beispiel lernen, was die beste Architektur ist von so einem neuronalen Netz. Also selbstlernend, wie man die Architektur am besten aufsetzt und anschließend wird dann mit dieser Architektur gelernt. Also in dem Sinne würde dort die KI schon einen Teil, man könnte vielleicht sagen, selber übernehmen, den sonst der Mensch händisch quasi aufsetzt. In dem Sinne vielleicht schon. Aber sonst, im Moment, der Trainingsalgorithmus ist noch oft durch Menschen, also ist durch Menschen gesteuert. Es gibt da viele Tricks und Hacks, wie man quasi, also Dropout und so weiter, wie man diesen Trainingsprozess besonders gut gestaltet, sodass man dann auch ein Ergebnis bekommt. Oft startet man mit verschiedenen Parametersätzen parallel und schaut dann, welches Ergebnis letztendlich das Beste ist. Die Katze lässt uns nicht los. Jemand fragt, ich glaube, das können wir auch noch in diesen Komplex einbringen, ist das Training mit tiefen neuronalen Netzen bezüglich Datenmenge und Energieverbrauch mit dem menschlichen Lernen vergleichbar, wenn man berücksichtigt, wie lange ein Baby lernen muss, um beispielsweise eine Katze erkennen zu können? Ja, das ist eine gute Frage. Also das ist jetzt schwierig für mich zu beantworten. Ja. Ich meine, es gibt natürlich Energiewerte, die weiß ich jetzt leider auch nicht auswendig, wie viel das Training eines neuronalen Netzes verlangt. Also da würde ich jetzt auch nicht wagen, das abzuschätzen. Ich meine, man sollte vielleicht allgemein sagen, wenn man das vergleicht, dass natürlich zum Beispiel jetzt auch bezüglich der Datenmenge ein Kind viel weniger Katzen und Hunde sehen muss, um zu erkennen, was sind charakterisierende Eigenschaften als diese Millionen von Daten, die ein neuronales Netz sehen muss. Also von daher schon daher ist es viel aufwendiger, so ein neuronales Netz zu trainieren, als jetzt einem Kind beizubringen, Dinge zu klassifizieren. Aber bezüglich des Energieverbrauchs, das müsste ich jetzt auch ausrechnen. Bleiben wir vielleicht noch ganz kurz bei den technischen Fragen oder bei den Fragen, die eher in eine technische Richtung gehen. Jemand fragt, es gibt durchaus Situationen, in denen nur wenige, dafür aber hochkomplexe, im Sinne einer Vielzahl von Indikatoren, Datensätze vorliegen. Lässt sich KI auch in solchen Fällen anwenden? Wenn hochkomplexe? Ja, lautet die Frage. Weiß nicht, ob die jetzt, eigentlich gerade auch dann. Also diese Methoden sind extrem gut, wenn man sehr komplexe Datensätze hat,
die eigentlich für einen Menschen nicht mehr zugänglich sind. Also das hat man ja auch gerade in den Wissenschaften, in den Wissenschaftsbereichen. Und wenn Sie noch zurückdenken, als ich von Erklärbarkeit gesprochen habe, also wenn man solche hochkomplexen Datenmengen hat und neuronale Netze darauf anwendet, um zum Beispiel bestimmte Strukturen zu erkennen, bestimmte Gruppen zu klassifizieren, dann kann man über diese Erklärbarkeit oft auch neue Erkenntnisse gewinnen. Also von daher ja, auf jeden Fall. Dann noch eine Frage aus dem Bereich. Besteht bei XAI die Möglichkeit, nur Korrelationen in den Daten erklärbar zu machen und nicht konkrete Zusammenhänge, also Kausalitäten beispielsweise? Ist hier Causal AI eine Lösung? Ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt. Ja, also XAI, da geht es um diese Erklärbarkeitsalgorithmen. Mhm. Kausalität, also es geht sicher auch in diese Richtung, aber wie gesagt, ich meine, jetzt gerade auch, ich hatte dieses Beispiel der Bildverarbeitung diskutiert, dort ist man eben noch immer auf diesem sehr einfachen Stand, dass man sich im Wesentlichen einzelne Pixel unkorreliert anguckt. Ich hatte ja dann dieses eine Beispiel gebracht, wo man jetzt schon sozusagen bestimmte gemeinsame Strukturen betrachtet, aber da ist natürlich, das ist noch ein weites offenes Feld. Darf ich eine Frage vorlesen, die mir selber sehr gefällt, weil unsere Vorlesungsreihe auch ein Schaufenster nach außen ist? Das ist die Frage, die ich stellen würde als Laie. Und in der kommt auch der Begriff des Laien vor. Sie lautet, wo finden wir im Alltag KI, wo man es als Laie gegebenenfalls gar nicht vermutet? Zum Beispiel im Smartphone bei der Spracherkennung. Also das wäre vielleicht ein Beispiel. Sicher, ich hatte gesagt, auch beim Arzt, beim Hautarzt, bei der Erkennung von Hautkrebs. Gut, das sind vielleicht mal zwei Beispiele. Und selbst für eine Autos, gut, bei diesen Sachen ist es wahrscheinlich schon relativ offensichtlich. Ich fasse jetzt mal zwei Fragen zusammen, weil sie beide in die Zukunft blicken und nach Zeiten fragen. Die eine Frage ist ganz einfach gestellt. Wann denken Sie, wird es selbstfahrende Autos geben? Oder aber ein bisschen komplexer gestellt, wie groß schätzen Sie den Zeitraum ein, bis es zu einem hinreichenden Verständnis solcher komplexen DL, also Deep Learning Modelle kommt? Die Industrie hat natürlich ein sehr großes Interesse daran, bereits jetzt auf solche Deep Learning basierende Systeme zu setzen oder sie zu nutzen. Ja, bezüglich selbstfahrender Autos, ich meine, es gibt im Moment ja auch schon selbstfahrende Autos. Sie sind ja schon auf der Straße mit sozusagen dem Hinweis an die Fahrerin oder den Fahrer, die Hand noch am Steuer zu halten. Also wir sind ja quasi schon in der Zeit, eben mit vielleicht den einzelnen Gefahren, auf die ich eben schon hingewiesen habe. Ich meine, die Sicherheit oder wann man quasi zum Beispiel auch Fehlerschranken angeben kann für diese Algorithmen, weil man das Robustheitsproblem gelöst hat. Das wird sicher noch etwas dauern. Einen Zeitraum abzuschätzen ist jetzt schwierig zu sagen, aber ich denke mal in 3, 4, 5 Jahren wird man sicher einen Riesenschritt weiter sein. Man muss halt bedenken, dass im Moment eigentlich auch die Anzahl der Publikationen in diesem Bereich exponentiell steigt. Leider kennen wir ja exponentielles Wachstum jetzt schon aus der Corona-Pandemie. Also exponentiell ansteigt, von daher würde ich erwarten, dass die Forschung sich jetzt auch noch weiter rapide beschleunigt. Von daher denke ich mal, ja, so im Rahmen von 3, 4, 5 Jahren, dass man da schon ein sehr gutes Verständnis hat. Aber das ist natürlich, und dann bedeutet natürlich, ist ja natürlich auch die Frage, wann ist man zufrieden? Wann hat man sozusagen ein detailliertes Verständnis, das einen für solche sensiblen Anwendungen zufriedenstellt. Das ist dann eine Frage, die dann auch jeder für sich quasi beantworten muss. Also gerade im medizinischen Bereich ist natürlich ein hochgradig sensibler Bereich. Hier eine Frage, die zunächst mal auf den technischen Komplex blickt, aber dann den Bogen schlägt zur Entwicklung Ihres Faches und Ihrer Forschung. Persönlich formuliert, die Frage lautet, mich interessiert zunächst, wie man die Interpretierbarkeit, zum Beispiel Pixels, Highlighten, die zu einer Entscheidung des neuronalen Netzwerkes geführt haben, objektiv und systematisch evaluieren kann. Was wären
dann aus Ihrer Sicht interessante Forschungsrichtungen in den mathematischen Grundlagen der KI? Also jetzt bei der Erklärbarkeit muss man sagen, es gibt diese sehr interessanten Algorithmen, aber es gibt eigentlich noch fast gar keine direkten Resultate, konkrete Resultate, wo man zum Beispiel sagen kann, wenn ein Pixel gehighlightet ist mit der und der Farbe, dann ist mit der und der Wahrscheinlichkeit, dass tatsächlich auch so ein Beitrag zu der Entscheidung. Also diese Algorithmen machen etwas Natürliches, aber wirklich von mathematischem Standpunkt aus, was man ja möchte, ist, man möchte wirklich Aussagen treffen, die man dann auch in Anführungsstrichen, also und nicht in Anführungsstrichen, beweisen kann innerhalb einer Modellsituation. Das hat man noch nicht geschafft. Also dort ist quasi im Bereich der Explainability noch ein Riesengebiet, was dort offen steht. Diese Algorithmen, die es jetzt schon gibt, dann auch wirklich detailliert mathematisch zu analysieren und in Modellsituationen rigorose Aussagen darüber zu treffen. Also, und allgemein die mathematischen Forschungsrichtungen in diesem Gebiet sind einmal, man bezeichnet das als Expressivity, das ist die Frage, wie setze ich die Architektur auf, sodass quasi man genug, ja, man sagt Expressive Power hat, also dass man genug Neuronen hat, um bestimmte Daten vielleicht abzubilden. Also der Bereich Expressivity geht in Richtung Approximationstheorie. Dann der Bereich Optimierung, da möchte man diesen Trainingsalgorithmus verstehen in der Tiefe und analysieren. Und dann gibt es die Richtung, man nennt das Generalization, Generalisierung. Das ist die Frage, weshalb kann das neuronale Netz so gut diese Transferleistung erbringen, wenn es trainiert ist? Wieso funktioniert es dann so gut auf Daten, die es noch nicht gesehen hat? Dann gibt es die Richtung natürlich Explainability und dann gibt es sicher noch viele andere Richtungen, Robustheit, aber das, denke ich, sind vielleicht die vier Haupt- oder eine der vier Hauptrichtungen in der mathematischen Forschung derzeit. Sie haben in Ihrem Vortrag ja auch von enormen Erfolgen gesprochen und damit auch eine ganz bestimmte Entwicklungsperspektive vorgegeben. Sie haben natürlich auch von den zentralen Problemen gesprochen. Es gibt jetzt Fragen eben zu dieser, sagen wir mal, optimistischen Einschätzung dieser Entwicklungslinie. Jemand fragt, immer wieder, das lese ich jetzt wortwörtlich vor, immer wieder wird in den Medien oder auch von Tech-Experten davor gewarnt, dass eines Tages eine Art, Anführungszeichen, Superintelligenz, also Klammer auf, das ist ja auch der Buchtitel von Bostrom mit einer ganz bestimmten Vision, entwickelt werden könnte, die in ihren Fähigkeiten bzw. ihrer Flexibilität tatsächlich mit menschlicher Intelligenz vergleichbar ist und eventuell sogar eine Bedrohung werden könnte. Halten Sie diese Sorge für begründet? Ja, das ist natürlich eine sehr interessante Frage. Ich meine, es gibt ja schon auch einige Versuche so mit sogenannten Reinforcement Learning, bestimmte Agenten so zu trainieren oder auch sich selber trainieren zu lassen, dass sie bestimmte Aufgaben lösen können, die schon etwas nach Intelligenz aussehen. Aber das Ganze ist immer noch von diesen Algorithmen natürlich beherrscht. Ob man tatsächlich nachher, manchmal müsste ja sozusagen Algorithmen schaffen können, die dann ein Ich-Bewusstsein in gewisser Weise erzeugen. Ich denke, davon sind wir noch extrem weit entfernt. Ob das in der Zukunft passiert, wage ich gar nicht vorherzusehen und vorherzusagen. Aber ich denke, in den nächsten 10 Jahren wird das sicher nicht passieren. Wenn sich natürlich alles weiterentwickelt und wenn man sich vorstellt, dass man das menschliche Gehirn extrem gut abbilden kann und die neuronalen Netze sehr groß werden und sehr komplex werden und wenn man, je näher man dorthin kommt, desto höher wird natürlich letztendlich auch diese Wahrscheinlichkeit von so einem Szenario. Sie haben jetzt eine Frage schon mitbeantwortet, die ich jetzt einfach nur noch mal vorlesen will, weil sie das einfach noch deutlicher auf den Punkt bringt. Jemand fragt, ist es möglich, dass ein Algorithmus in Zukunft einmal intelligenter wird als ein Mensch, auch in Bezug auf künstliches Bewusstsein? Aber da haben Sie ja uns gesagt, ja, nicht in den nächsten 10 Jahren, da wird es nicht, nicht virulent werden. Aber bleiben wir jetzt noch einmal bei dieser eher dystopischen Vorstellung. Jemand fragt konkret danach, was denken Sie bezüglich der dystopischen Vorstellung bezüglich von KI? Und dann wird in Klammern noch hinzugesetzt, sowohl fiktiver als auch vielleicht realistischer Natur.
Das ist natürlich eine schwere Frage. Also das, da möchte ich gar keine Prognose quasi stellen. Also das, ja, ich denke, da wüsste ich nicht, was ich da prognostizieren soll. Ich glaube, das würde ich mal abwarten, wie sich das entwickelt. Jetzt sind wir in der Zeit schon ein bisschen fortgeschritten. Deswegen können wir vielleicht jetzt noch eine persönliche Frage mit einschieben. Jemand fragt, in einem Science-Fiction-Roman Colossus aus den 70er, 80er Jahren, den ich tatsächlich nicht kenne, obwohl ich eine ganze Reihe von Science-Fiction-Romanen auch aus dieser Zeit kenne. Also in diesem Science-Fiction-Roman übernahmen Maschinen mit ihrer KI letztlich alle Schaltzentralen der Welt und führten einen Krieg gegen die Menschheit. Auch Hel an Bord des Raumschiffes im phänomenalen Odyssee 2001 im Weltraumfilm von Stanley Kubrick. Also ich muss schon korrigieren, er heißt in Wirklichkeit Hel 9000. Hel übernahm wesentliche Steuerungen aus Eigeninteresse gegen die verantwortlichen Astronauten. Er hat nicht nur die Steuerungen übernommen, er hat einfach die Astronauten getötet, weil er der Überzeugung war, dass die das Raumschiff nicht wirklich mehr richtig im Sinne des Auftrags im Griff haben. Also dann kommt die Frage, wie können KI-neuronale Netze so sicher kontrolliert werden, dass wir als die wohl führende Spezies, das ist in Anführungszeichen gesetzt, auf unserem Planeten nicht abgelöst werden von sich verselbstständigender KI. Mhm. Ja, also die Antwort, denke ich, ist, man muss verstehen, auch in diesem Sinne, was neuronale Netze genau sind, wie sie trainiert werden, was dort passiert. Also in dem Sinne ist sicher eine Antwort auch durch Mathematik. Dadurch, dass man versteht genau, wie man neuronale Netze aufsetzt und wie sie dann agieren. Jetzt eine ganz persönliche Frage von mir. Mir ist KI tatsächlich eher aus diesen dystopischen Kontexten inszeniert, in fiktionalen Settings bewusst. Meine Frage ist, gucken Sie sich auch entsprechende Filme an? Hier ist Kubricks Odyssee im Weltraum 2001 angesprochen worden. Oder sagen Sie, nein, das liegt so weit von meiner Forschung weg, das ist Quatsch, das stiehlt mir nur die Zeit. Also ich schaue mir schon gerne Filme an, aber jetzt nicht speziell Filme für künstliche Intelligenz, sondern allgemein. Okay, gut, wunderbar. Ja, Frau Kutinjuk, ich darf mich noch mal ganz, ganz herzlich bedanken für diesen tollen Vortrag. Das war genau das, was wir uns erwünscht haben, wirklich diese wabernde Diskussion um KI mal zurückzuführen auf Modelle, die wir uns vorstellen können und wo wir einen Einblick bekommen, was KI ist, weil wir einen Einblick bekommen in die Strukturen und vor allem in die Prozesse, wie sie funktioniert. Vielen, vielen herzlichen Dank. Und natürlich, dieser Dank ist ganz selbstverständlich am Ende einer solchen Veranstaltung, aber ich muss hier ganz kurz unser Protokoll unterbrechen und ich darf Ihnen noch auch einen ganz, ganz lieben Dank des Teams, das diese Vorlesung begleitet. Es ist das Referat 8.1. unserer zentralen Verwaltung ausrichten. Es ist für das Publikum ja nicht sichtbar, wie viel Vorlauf eine solche Veranstaltung hat und was da alles zu klären ist. Und die Leute, die uns alle hier unterstützen, damit wir das machen können, die haben mir nicht nur gesagt, dass sie so glücklich sind über die Unterstützung, die das Team von Ihnen erfahren hat in der Vorbereitung unserer heutigen Sendung, sondern auch, und jetzt zitiere ich das Team wörtlich, dass es eine Freude war, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Das will ich Ihnen gern übermitteln und auch aus meiner Sicht, Ihnen sagen. Dann darf ich wirklich allen Beteiligten hier im Studio der Media School nochmal danken und auch allen Kolleginnen und Kollegen aus der Verwaltung der LMU, insbesondere den Kolleginnen und Kollegen der Abteilung Kommunikation und Presse und des Referats 8.1. Und ich darf Ihnen, liebes Publikum, ganz herzlich danken für Ihre Aufmerksamkeit und für die vielen Fragen, die Sie gestellt haben und mit zur Lebendigkeit dieses Vortrags beigetragen haben. Ich
darf ankündigen, auch dieser Vortrag wird auf dem LMU-YouTube-Channel erscheinen. Bitte geben Sie uns ungefähr eine Woche. Sie merken das ja auch an den technischen Schwierigkeiten, die wir haben. Da ist doch relativ viel Arbeit, das nochmal technisch umzusetzen. Wir werden auch diesen Vortrag barrierefrei gestalten, auch mit Untertiteln auf Englisch und Deutsch versehen. Also in circa einer Woche können Sie diesen Vortrag auch noch mal auf YouTube ansehen. Sagen Sie das allen Leuten weiter, die vielleicht jetzt heute unsere Live-Sendung verpasst haben. Natürlich, live ist immer mehr wert als die Konserve. Live, da können wir miteinander diskutieren. Aber auch das noch einmal hinterher auf YouTube anzuschauen, mag ja ganz interessant sein. Und ich darf ankündigen, in 14 Tagen den nächsten Vortrag, Professor Dr. Nikolaos Kotsouleris wird sprechen über künstliche Intelligenz in der Medizin. Kurzlebiger Hype oder Beginn einer neuen Ära. Heute, wie gesagt, in 14 Tagen am 2. November wieder online ab 18 Uhr. Eine Registrierung ist mit dem bekannten Link bereits jetzt möglich. Und ein letztes noch, wir freuen uns natürlich über Ihr Feedback. Ihr Feedback hat uns im letzten Winter sehr geholfen und wird uns auch in diesem Winter helfen. Sie finden einen Hinweis auf unsere Online-Umfrage, mit der Sie uns Ihr Feedback geben können, gleich auf der folgenden Folie zum Abspann mit einem QR-Code. Oder aber es kann auf den Link geklickt werden, der auch im Chat veröffentlicht ist. Ja, dann sehen wir uns alle leibhaftig in 14 Tagen wieder. Liebes Publikum, würde mich freuen, wenn Sie wieder mit dabei sind bei unseren KI-Lectures.